Jo Leute, herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von mir auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch die richtige Bitrate für eure Internetleitung und das für YouTube, Twitch oder auch sonst für eine Plattform. Egal, ob ihr mit OBS streamt oder anderen Programmen, ich zeige euch in diesem Video, welche Bitrate ihr benutzen solltet. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst und ansonsten würde ich sagen, jetzt geht's direkt los. Als allererstes müsst ihr einmal auf den Link klicken, der in der Videobeschreibung ist. Da gelangt ihr zu diesem Video. Denn hier habe ich einmal einen Vergleich gemacht zwischen einer 10.000er, einer 2.500er, einer 5.000er und einer 10.000er Bitrate. Und was das genau mit dem Bild macht. Ganz klar, bei einer niedrigen Bitrate von 1.000 ist es hier super pixelig. Man kann total schwer erkennen, was hier unten links steht. Oben links kann man gar nicht erkennen. Rechts ist auch total super schwer zu erkennen. Und wer mit einer 1.000er Bitrate streamt, der hat halt einfach ein schlechtes Bild. So, bei einer 2500er Bitrate ist es schon einigermaßen in Ordnung. Man kann es hier einigermaßen in Ordnung lesen. Diese grauen Sachen sind relativ schwer. Es ist nicht ganz so einfach zu erkennen. Ja, und wenn wir jetzt ein bisschen weiter gucken, wenn wir gleich mal die 5000er Bitrate haben, ist das kein Problem mehr, hier diesen Text zu lesen, diesen grauen Text. Es ist alles super klar. Aber natürlich, bei einer 10.000er Bitrate ist das natürlich noch ein bisschen schärfer und ein bisschen besser zu erkennen. Was bedeutet das im Klartext? Je höher die Bitrate ist, desto besser ist halt das Bild für euch oder beziehungsweise das Bild für eure Zuschauer. Bei einer 1.000er Bitrate ist es unmöglich zuzugucken, 2.500 ist akzeptabel, 5.000 ist gut und 10.000 ist natürlich richtig gut. Bei Bitrates bei 10.000 oder mehr als 10.000 würde ich eher empfehlen, das geht dann in Richtung 4K-Stream oder halt eher in Aufnahme. Wir beschäftigen uns jetzt eigentlich so bei 1080p-Streams immer mit Bitrates, ja, die unter 10.000 liegen und halt, ja, die meisten Internetanbindungen auf jeden Fall auch packen können. Und auf jeden Fall Internetanbindung ist auf jeden Fall auch das richtige Stichwort, denn als nächstes müsst ihr auf die Seite wieistmeineip.de gehen und einen Speedtest machen. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Jetzt habe ich hier das Ergebnis. Ich habe einmal einen 37.000er Download und einen 9.500er Upload. Und ja, was bedeutet das jetzt im Klartext? Dieser Downloadwert ist erstmal für euch völlig egal. Den lassen wir erstmal weg. Wir haben jetzt erstmal hier nur den Uploadwert. Und wir sehen jetzt hier, ich habe einen 9.500er Upload. Bedeutet im Klartext, ich könnte ja jetzt mit einer 9.500er Bitrate streamen und hätte damit das bestmögliche Bild. Also je höher die Bitrate, desto besser ist das Bild. Also kann ich ja 9.500 nehmen. Problem hierbei ist allerdings, dass wir nicht berücksichtigt haben, dass wir ja noch zusätzlich Internet brauchen für, ja, sage ich mal, Teamspeak, Discord, für irgendwelche Online-Games. Es ist auf jeden Fall super wichtig, dass ihr nicht diese komplette Bandbreite, die ihr habt im Upload, verbraucht. Bedeutet aber auch noch, dass ihr darauf Rücksicht nehmen müsst, was noch für Leute bei euch im Haushalt sind. Die verbrauchen ja vielleicht auch Internet, wenn ihr jetzt kleine Geschwister habt, die halt auch mal was im Internet machen. Dann solltet ihr nicht das komplette Internet benutzen, weil sonst haben die einfach keins mehr. Oder wenn die es benutzen, habt ihr halt keins mehr. Deswegen immer was benutzen, was ein bisschen darunter liegt. Ich würde euch empfehlen, gerade bei so einem Wert wie 9.500 kann man ja gerne 2.000, 2.500 runtergehen. Also 1.500 sollten es mindestens sein, aber so 2.500 ist richtig gut, die da drunter liegen. Wenn wir jetzt da 2.500 abziehen, dann sind wir bei 7.000, ist immer noch eine richtig gute Bitrate, damit können wir auf jeden Fall problemlos streamen. Jetzt müssen wir uns natürlich angucken, auf welcher Website wollen wir streamen, wollen wir auf YouTube streamen oder wollen wir auf Twitch streamen. Und wie ist das da genau mit den Bitrates? Da habe ich euch auch nochmal zwei Links in der Videobeschreibung gepackt. Einmal eine Seite von Google und eine Seite von Twitch. Da wird euch erklärt, mit welcher Bitrate ihr am besten streamt. Also ihr könnt einfach eure Lieblingsqualität aussuchen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt mit 1080p bei 60 FPS streamen. Klickt da drauf und dann wird mir hier eine empfohlene Bitrate angeboten. Hier wird mir gesagt, 4.500 bis 9.000 ist in meinem Fall kein Problem. Ich kann mit 7.000 streamen. Ich werde wahrscheinlich ein richtig gutes Bild damit haben. Wenn ich jetzt einen Wert habe, der hier zum Beispiel bei 3000 liegt, dann kann ich natürlich hier vergessen, einen YouTube-Stream mit 1080p zu machen. Gerade wenn man noch die 1500 abzieht, dann ist man eher halt bei, ja, 1500. Also dann hat man eher wieder das Bild hier vom ganz Anfang. Bei 1000, ja, ungefähr so in diese Richtung. 1500 ist natürlich ein bisschen besser, aber immer noch sehr schlecht. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ihr solltet hier einen Upload haben, ja, der mindestens 3000 ist, wenn nicht sogar noch besser, weil sonst habt ihr wirklich einen schlechten Stream und das ist natürlich dann für eure Zuschauer richtig schade. Streamen könnt ihr natürlich immer, auch mit einer schlechten Qualität, es bedeutet aber halt einfach, dass Zuschauer dann darunter leiden, aber ich kenne das zum Beispiel auch aus meiner YouTube-Zeit noch, dass viele Leute, die hatten eine schlechte Internetleitung, die haben dann gesagt, ja, okay, ich kann nicht streamen, dann haben die Zuschauer gesagt, ja, ich will aber, dass du streamst und dann haben die gesagt, ja, okay, dann streame ich halt in einer richtig schlechten Qualität und dann haben sich das die Zuschauer auch angeguckt. Wenn ihr aber als Newcomer, sage ich mal, starten wollt und komplett neu seid auf den Plattformen, dann würde ich euch nicht empfehlen, mit so einer schlechten Bitrate zu streamen, weil das guckt sich im Endeffekt dann keiner an. Ja, bei Twitch ist es nochmal ein bisschen anders. Also wir haben hier auf jeden Fall, sage ich mal, bei diesem 1080p 60 FPS, haben wir hier 4500 bei YouTube und bei Twitch wird hier 4500 bis 6000 empfohlen.
Hat einfach was damit zu tun, dass, glaube ich, 6000 die höchste Bitrate ist, die bei Twitch überhaupt ankommt. Also die wollen halt gar nicht mehr als 6000 haben. Es gab mal immer so einen Grenzwert bei Twitch. Ich glaube, 6000 ist dieser Grenzwert. Müsstet ihr jetzt nochmal im Internet nachgucken oder ich blende es da später nochmal ein. Ihr müsstet jetzt gucken, mit welcher Auflösung ihr streamen wollt. Also sage ich mal, ihr habt jetzt so eine Internetleitung wie ich, 9500. Ziehen wir 2500 ab, haben wir noch 7000. Ist kein Problem für mich, hier einen Full-HD-Stream zu machen auf YouTube und auf Twitch natürlich auch nicht. Mit 6000 Kilobits. Das Problem bei Twitch ist allerdings, dass man halt die Qualität nicht einstellen kann, wenn ihr ein kleiner Streamer seid. Das heißt, wenn ihr jetzt noch neu auf der Plattform seid und nicht, ich glaube, Partner seid, dann könnt ihr die Qualität oder beziehungsweise können eure Zuschauer die Qualität nicht einstellen. Das bedeutet, die müssen sich immer den Stream mit der Bitrate angucken, die ihr halt hochladet. Also sage ich jetzt mal, ihr ladet da 6000 hoch, dann heißt das für eure Zuschauer auch, die müssen 6000 runterladen. Bedeutet, die müssen eine gute Internetleitung haben, beziehungsweise halt eine Internetleitung, die ganz in Ordnung ist. Ich habe jetzt hier 37.000 im Download, wäre 6.000 kein Problem, da hätte ich ja noch 31.000 über. Wenn ich jetzt eine 6.000er Leitung aber habe, dann habe ich hier im Zweifelsfall vielleicht nur 6.000 stehen oder sogar noch weniger, dann kann ich den Stream gar nicht gucken. Bei Leuten, die eine richtig schlechte Internetleitung haben, wie zum Beispiel eine 2.000er Leitung, die können das gar nicht gucken, weil der Stream lädt ja dreimal länger, als die überhaupt gucken können. Und das bedeutet auf jeden Fall, ihr müsst da ein bisschen Rücksicht auch auf eure Zuschauer nehmen. Ihr müsst halt so wissen, so okay, in Deutschland ist das Internet wirklich sehr schlecht ausgebaut. Klar, es gibt so Städte wie Köln und Berlin und so, da ist das Internet ein bisschen besser. Es gibt aber unglaublich viele Städte auf dem Land, die haben einfach 2000er Anbindungen und das einfach noch ungefähr 10 Jahre. Und das bedeutet, ihr habt da auf jeden Fall wirklich eine richtig fette Einschränkung bei Twitch und ihr müsst da auf jeden Fall gucken, welche Bitrate ihr nehmt. Wenn ihr international streamt, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Dann könnt ihr die Bitrate auch ein bisschen höher machen, weil viele Leute im Ausland halt besseres Internet haben. Deutschland ist ein sehr schlechtes Land, was Internet angeht. Bei YouTube ist da der Vorteil, man kann die Qualität einstellen und ja, man kann auf jeden Fall sagen als Zuschauer, okay, ich habe nur eine richtig schlechte Internetleitung, ich gucke halt lieber bei 480p. Also ihr könnt hier problemlos mit 1080p 60fps streamen, die Zuschauer können es einstellen. Wer allerdings trotzdem, und außerdem YouTube bearbeitet das auch nochmal, also die rendern das nochmal nach, deswegen ist das auf jeden Fall beim Zuschauen nochmal ein bisschen was anderes, ist bei Twitch auf jeden Fall anders. So, das war es jetzt erstmal zu den Bitrates und dem Internet. Allerdings ist es jetzt auch nochmal super wichtig, wenn ihr das dann in OBS einstellt, das ist das falsche OBS, wenn ihr das dann in OBS einstellt, dann ist es super wichtig, dass ihr auch darauf achtet, dass euer PC das auch packt. Wenn euer Stream jetzt einfach laggt in diesem Vorschaubild oder halt einfach nachher beim anschauen und ihr habt aber eine gute Internetleitung, dann würde ich euch mal empfehlen, hier unten links zu gucken, da steht ganz oft hohe CPU-Auslastung. Denn das macht OBS, wenn es halt einfach nicht hinterherkommt, diesen Stream zu rendern. Weil ihr müsst ja euch vorstellen, euer PC, der ist ja damit beschäftigt, erstmal dieses Spiel zu spielen, was ihr als streamen wollt. Und dann ist er nochmal damit beschäftigt, das aufzunehmen. Und dann ist er nochmal damit beschäftigt, das halt zu rendern, weil es wird nochmal vorgerendert. So ganz, ganz grob halt, im Grunde genommen wird es halt gerendert. Und dann wird das halt auch noch verschickt in Richtung Twitch oder YouTube. Und wenn euer PC halt nicht so gut ist und schon ein bisschen älter ist, dann kann es halt dazu kommen, dass wenn ihr eine hohe Bitrate habt, dass der PC natürlich auch ein bisschen mehr arbeiten muss und dann kommt es halt dazu, dass der vielleicht ein bisschen ausgelastet ist und dann kommt bei euch hier unten links so eine Meldung, hohe CPU-Auslastung. Und das ist das Zeichen für euch, dass ihr auf jeden Fall entweder aufhören solltet zu spielen und nur eure Desktop-Aufnahme zu streamen und einfach nur zu labern. Oder das bedeutet für euch, dass ihr die Bitrate runterstellen müsst. Und das bedeutet im Stream auf jeden Fall, dass ihr den Stream neu starten müsst. Also würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall vorher eine gute Einstellung zu finden, vielleicht ein bisschen Tests zu streamen, ein bisschen zu gucken und dann auf jeden Fall mit dem richtigen Livestream zu starten, wenn alles richtig eingestellt ist. Falls ihr jetzt noch Fragen zu OBS habt, da habe ich auf jeden Fall auch noch zwei Videos zugemacht. Einmal, wie man damit aufnehmen kann und einmal, wie man damit streamen kann. Ich glaube, das zweite ist auf jeden Fall für euch interessanter. Ja, und dann würde ich sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung, da freue ich mich richtig drüber. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.